Das Runde muss in das Eckige. Nein, nicht bei der Torwart des aktuellen Sportstudios. Hier muss der Ball in zwei runde Öffnungen. Und das bereits seit 1966. Fußballlegende Franz Beckenbauer legt den Ball auf ein volles Weizenbierglas und trifft. Die brasilianische Fußballlegende Pelé dagegen hat mit dem etwas anderen Fußballtor so seine Schwierigkeiten. Von 6 Schüssen trifft er nur einen. Nicht nur männliche Fußballprofis dürfen sich an der Torwand beweisen, auch weibliche Gäste zeigen ihr Können. Tennisspielerin Steffi Graf barfuß. Fußballnationalspielerin Lira Bayramay trifft ganz locker. Und das sogar mit High Heels. Mit ungewöhnlichem Schuhwerk versucht es auch Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal. Doch schon nach dem ersten misslungenen Versuch will er die klobigen Holzglocks loswerden. Ohne klappt es dann auch gleich viel besser. Franck Ribéry hat offenbar einen so harten Schuss, dass er die Torwand fast zusammenbrechen lässt. Wir müssen dazu sagen, das ist kein Zufall. Das hat sich einer ausgedacht. Nämlich Lukas Podolski. Hallo Frank, hier ist dein Freund Poldi. Ich wollte mich für die ganzen Späße an dich revanchieren. Und das mit der Torwand war ich. Der Leichtathlet und Sprinter Maurice Green verfehlt das Tor völlig. Und trifft stattdessen die Studiokamera. 1970 liefern sich Fußballlegenden Gerd Müller und Lothar Emmerich ein Duell, bei dem sie mit Kanonen Fußbälle auf die Torwand schießen. Der Bomber, der Kandidat Müller hat einen Treffer. Zu treffen versuchen auch Promis wie Otto Waalkes und Mike Krüger. Doch eins ist auch in fast 50 Jahren noch nicht passiert. Kein einziger Studiogast hat es je geschafft, alle 6 Bälle in der Torwand zu versenken. 5-mal traf Günter Netzer 1974. Rudi Völler machte es ihm 11 Jahre später nach. Man darf gespannt sein, wer der Erste ist, der alle 6 Schüsse in der Torwand versenkt.